Ja, also das im Auge behalten ist okay. Das hier demnächst aufstufen ist okay. Wir haben jetzt. Oh! Das ist neu, oder? Nächste Welle in 360 Sekunden. Das sind 6 Minuten. Panik! Radarslot 16. Achso, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt drei von den Radarstationen gebaut haben, haben wir 16 Slots bekommen. Also können 16 Türme gesteuert werden? Keine Ahnung. Bau erstmal 5 von den Türmen, bitte. Gib mir mal ein paar von den Kabeln. Damit die Türme schneller gebaut werden können. Es kommt gleich bedrohliche Musik. Das ist so klar. Kupfer. Gib Kupfer. Rote Tränke sehen sehr gut aus, weil ich keine grünen Tränke gebaut habe. Das muss ich also auch noch machen. Kupfer, 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 Kupfer. Munition sollte ich noch abholen. Oh ne, Munition habe ich noch, okay. Aber nicht genug für 5 Türme. Okay, Munition abholen, die Türme aufbauen oder irgendwo im Inventar behalten. Oh, und ich hoffe, die Angriffswelle kommt jetzt nicht mitten in der Nacht. Das ist doof. Du. So, du stell bitte jetzt die AK-Munition her. Das wäre die. Und da sind Blöcke. Also ich habe jetzt nicht ganz so viele Munition für die eigentlichen Türme, aber dafür habe ich gleich Munition für die AK, die hoffentlich besser ist. Und ich bapp einfach mal hier so ein paar Türme hin. In der Hoffnung, dass die irgendwas bringen werden. Oh, die haben auch richtig schön viel Platz für Munition. Das ist gut. Weil früher hatten die, glaube ich, immer nur ein Slot, die Vanillateile. So, grüne Tränke hier, ja. So, das sollte mal reichen. Bau trotzdem noch mehr. Also hier 2 Türme, unten 3 Türme. Dann mache ich hier oben links in die Ecke nochmal 2. Dann sind wir so ein bisschen abgedeckt zumindest. Und ich kann ja versuchen, die Gegner immer noch dahin zu locken. Ich habe keine Ahnung, wie lange 25 Schuss reichen. Kommen die Gegner jetzt von allen Seiten und kommen sie nur von einer Basis und. Ah! Okay, so oder so werde ich was lernen, das ist das Wichtigste. Ich hole die AK-Munition ab. Da, gib, 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 gib. So, und stell dich mal wieder um auf die Munition. Bitte schön. So, Kuku. Jetzt habe ich die AK. Wie bist du so? Du bist schon mal laut. Aber laut ist ja normal hier bei den Kämpfen. Rüstung habe ich eine gute. Ich kann das wechseln, ich kann das wechseln. Mauern werde ich in der Zeit nicht genug gebaut haben. Aber ich habe das Gefühl, dass wir von hier unten rechts angegriffen werden, weil da auch dieser komische Testangriff kam. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so eine Art Probeangriff war. Oder ob das vielleicht auch schon eine Angriffswelle war, die ich einfach nur in den letzten Folgen übersehen habe. Das werdet ihr dann wahrscheinlich in den Kommentaren geschrien haben, aber die sehe ich ja immer erst, ne? Ein paar Tage später. Das ist meistens zu spät. Also, ja, es könnte auch schon eine richtige Angriffswelle gewesen sein. Wenn ja, dann wäre es völlig okay. Weil dieser kleine Angriff, der hat. Ich weiß ja nicht mehr, wie das Ding gestorben ist. Vielleicht hat es sich selber in die Luft gejagt oder so. Aber es hat nur Schaden gemacht und dann war es weg. Das ist nicht so wirklich beeindruckend. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt Bäume weghaue. Ich bin nervös und ich muss Dinge kaputt hauen. So, mach irgendwas Produktives hier. Bau, grüne Tränke. Was brauchst du? Brauchst du grüne Chips? Grüne Chips braucht Draht. Gib mir Draht. Du Draht. Komm, mach so, du wirst nicht rausgeholt, weil hier nichts reingelegt wurde. Dum, dum. Jetzt sollte das klappen. Okay, mach dich mal schneller. So. Angriff in ein bisschen mehr als einer Minute. Gucken, was die Mauern machen. Du, 28. Ah, wir haben da noch ein paar. Okay. Ja, hier unten hatten wir nur 2 Türme. Gehen wir da durch. Bob dich mal da unten hin und mach dich mal fertig.
fest. So. Klick. Okay. Da haben wir noch nicht dicht gemacht. Machen wir da dicht. Pop, 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 pop. Und dann hier unter dem Kupferfeld lang. Ja, das ist eine Riesenecke. Hier, machen wir hier. Also so können wir die Gegner schon ein bisschen in eine gewisse Richtung schleusen. Dass sie, wenn sie keine Mauer angreifen wollen, wozu sie wahrscheinlich noch nicht stark genug sind, dann daran vorbeilaufen und dann von Südosten her hier hinkommen. Ich glaube, ich setze hier nochmal zwei Türme hin. Sollten relativ nah beieinander stehen, sonst können die nicht alle gleichzeitig schießen. 25 für dich, 25 für dich. 17 Sekunden. Go, go, zurück zur Basis. Und wechsel wieder zur AK. Heißt das, dass die Welle hier in 5 Sekunden einschlägt oder dass sie in 5 Sekunden losläuft von ihrer Basis aus? Und zeigt mir die Karte. Ich brauche noch mehr Radarschüsseln irgendwo hier und da, irgendwo in der Wildnis mit Strommästen, damit ich weiter gucken kann. Warning, warning, ja. Ich starre, ich warte. Schön, schön, dass ihr aufdeckt. Aber da, oben rechts. M. So. Oben links kommt der Angriff. Das heißt, unsere Kupferdingensgeschichte wird da. Puff, 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 puff. Das sind also sich selbst vernichtende Viecher. Splush. Und die droppen keine Leichen, weil sie explodieren. Das ist ärgerlich. Hier wurde ein Dingens vernichtet. Also ja, das ist sehr gut machbar. Also das war jetzt ein Angriff von denen. Das heißt, es wurde einfach nur von einer Basis ein Trupp Gegner losgeschickt und die sind noch nicht besonders hoch mutiert. Also nicht besonders stark. Ist also sehr gut machbar. Schön, sehr schön. Das Einzige, was halt doof ist, dass keine Leiche da geblieben ist. Das heißt, wir können nicht diese DNA-Forschung machen. Hier müssten also Türme hin. Ich habe jetzt alle Türme schon verbaut. Und warum brauche ich so ein AK-Geschütz? Dafür habe ich auch gerade ein bisschen Munition über. Oh, und die... Nein, 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 nein. Das sind wirklich einzelne Schuss, das sind gar keine Magazine. Also in Vanilla und in dem Shadow Modpack und so weiter war es ja immer so, dass ein Dingens hier mal ein Magazin war. Das heißt, man konnte mehrmals damit schießen, bevor es eine runtergetickt ist. Aber hier ist es wirklich, ich kann 27 Mal schießen. Und das war's. Das, ja. Du da. Das heißt, du kriegst mal noch mehr hiervon und wir holen uns neue. Und wie ist jetzt der Intervall zwischen den Angriffen? Erhöht sich das mit der Zeit oder wie läuft das? Du bist falsch rum. Ja, kleine Details, ne? Gut. Strom ist okay. Akkus haben wir noch keine. Plastik ist bald fertig, wenn ich hier ein paar mehr grüne Tränke reinschmeiß. Hol Eisen. Und bau dann auch gleich mal Licht. Da. Damit das auch hinhaut. Muni. Muni ist hier. Ja, mit der Muni. Ja, und stell dich doch nochmal wieder um auf AK. Weil ich jetzt ja weiß, dass das da schneller weggeht, als ich denken würde. So. Das ist okay, das ist okay. Eisen habe ich auch genug. So. Die Kohle würde ich ganz gerne loswerden. Schön. So. Naja, eins hier kann ich behalten. Was nun? Ich sollte wahrscheinlich mehr Mauern bauen. Oh, und mehr von den besseren Schmelzöfen. Die habe ich halt schon erforscht. Das habe ich ganz vergessen. Uns fehlen dafür nur Stonebricks. Ja, hör mal auf, hier Mauern zu bauen kurz. Und bau die Stonebricks. Dann nehmen wir uns hier ein Ärmchen. Schnappen uns das
daraus tun. Nehmen uns die. 10 Bricks, ernsthaft? Bau erstmal einen davon. So. Bau dann einen davon. So, du kommst da rein. Du bekommst jetzt den 1-Stack-Kohle, den ich mir aufbewahrt habe. Danach gehst du in eine Fabrik, wofür du noch einen neuen Pole brauchst. Oh, Medium Poles. Sehr schön. Aber auch Stahl. So, du da. Und du kommst dann in noch eine Fabrik rein, die ich übrigens mal zu blauen Fabriken machen sollte, sehe ich gerade. So. Und du stellst bitte her. Warte mal. Ja, gleich. Du stellst gar nichts her. Du wirst einfach nur eine Eisenkiste. Das heißt, hier werden jetzt die Steine eingelagert, weil die brauche ich ja doch zwischendurch mal. Und hier werden weiterhin die Mauerstücke hergestellt. Nur halt schneller als vorher. Gut. Schnapp. Gib mir noch 2 von den Schmelzöfen. Dann kann ich die Eisenproduktion weiter anheizen. Und wenn die Schmelzöfen alle umgewandelt sind, also nicht mehr die normalen Schmelzöfen sind, sondern die schnelleren, dann kann ich auch die Stahlproduktion automatisieren. Das heißt, einfach hier rüber bappen. Ja. Gut. So, das wäre auch okay. Was fehlt da? Sauerstoff. Ich sollte vielleicht einmal den Sauerstoff hier erforschen, weil es geht doch ganz schön schnell runter im Vergleich zu den anderen. Also wenn ich mal unterwegs bin, könnte das ein Problem werden. Ja, macht das mal kurz. Das sollte echt nicht lange dauern, richtig. Und danach schaue ich, in welche Richtung ich weiter forsche. Fluid Handling. Nein. Ein Truck. 300 Lebenspunkte. Naja, aber werden wir trotzdem keine Basen kaputt kriegen. Nee, ich glaube, ich gehe lieber weiter in Richtung Advanced Electronics für rote Chips und für noch abgefahreneres Zeug, wie zum Beispiel elektronische Schmelzöfen. Und Beton. Ja, das klingt gut. Und kostet nur 40 Tränke. Bautränke. Ja, grüne Tränke automatisieren wäre wohl auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Ich muss jetzt nur noch mit mir hadern, wie ich hier weitermache. Also ob ich die Basis hier überhaupt lassen will oder ob wir das alles umziehen nach hier drin. Ich glaube, ich lasse die Basis hier und baue da drin nochmal eine auf. Und ich denke, ich werde den Landfill-Mod noch dazu packen, damit ich so eine kleine Seen wie hier zuschütten kann. Das bringt mir keinen wirklichen Vorteil, eher sogar einen Nachteil, weil ich dann mehr Mauerstücke habe. Aber es sieht halt schicker aus. Und weißt du was? Ich verbinde mal dich mit unserer Basis. Nur um zu gucken, was passiert, wenn wir unser abgestürztes Raumschiff da mit Strom versorgen. So. Putzel. Ja, es blinkt nicht mehr. Das ist der Unterschied. Achso, kann ich dich so reparieren? Ja, kann ich. Macht das irgendeinen Unterschied? Anscheinend nicht. Brr, weg. Ja, sehr komisch alles, sehr, sehr komisch. Ah, dich kann ich nicht reparieren, aber dich. Okay, du bist jetzt bei 1202. Immer noch 1202. 1203. Haha, also man kann es doch mit all diesen Sachen hier reparieren, es dauert nur ewig. Und ich weiß nicht, was es bringt. Und was? Advanced Electronics. Hier könnte ich wohl ebenfalls forschen. Und zwar komplett ohne Tränke. Dafür aber mit diesen Illyrium Crystals, Leichenteilen und roten Tränken. Also eine alternative Forschungsmethode? Ist das das? Schwer einschätzen. Na gut, geh wieder hoch. Plopp das dahin.
schnappe ich mir jetzt ein paar Steine, baue die ganzen Schmelzöfen, upgrade die Schmelzöfen bei dem Eisen, upgrade die Schmelzöfen beim Kupfer, versorge die alle auch nochmal mit Kohle, weil da sehe ich gerade ein Problem. So, versorge die alle mit Kohle. Dann muss ich gucken, dass ich wieder weitermache mit dem Expandieren und automatisieren, die nächste Welle kommt. Das ging schneller als gedacht. Wie viel war das jetzt? 5 Minuten? Alle 5 Minuten eine Welle? Nee, alle 5 Minuten eine Warnung, nachdem die Welle durch ist. Also alle 10 Minuten, 15 Minuten Angriff. Hält sich noch. Solange sie nicht mutieren. Ja, das wird der Haupthaken sein. Gib mir Stonebricks. Wow, davon ganz viele. Und Stahl. Ja, das ist auch noch eine Sache für die nächste Folge. Stahl automatisieren. Also Stahl automatisieren, grüne Tränke automatisieren und damit dürfte ich erstmal schon eine Folge oder zwei zu tun haben. Vor allem auch so automatisieren, dass es einigermaßen okay ist, weil das hier ist alles viel zu provisorisch. Warum stellst du keine Chips her? Weil du wieder keinen Draht bekommst, ja. Und ich muss es hinbekommen, dass Kupfer abgefangen wird, aber nicht so viel, dass es hier nicht ankommt. Also nimm mal einen gelben Arm. Und setz den und guck mal, ob das reicht. So, du setzt hier das rein. Und Lampen setzen. Bop. Bop. Und man kann über die Lampen jetzt auch rüberlaufen. Das ist sehr gut. Also sind das solche im Boden eingelassenen Lampen, wie man die manchmal vor diversen großen Häusern sieht. Ah, das ist schick. Okay, wir haben Licht, wir haben Strom. Wir haben ein bisschen Automatisierung, wir haben ordentliche Waffen, wir haben ordentliche Rüstung. Sieht soweit alles ganz gut aus. Vor allem, weil die heimische Bevölkerung nicht wirklich stark ist bisher. Das heißt, ich speichere jetzt ab und in der nächsten Folge kümmern wir uns um grüne Tränke und Stahl. Also bis gleich.